Weiter geht's mit Dead Space 3. Weil er da oben ja seinen Arsch nicht bewegen will, müssen wir halt hier Treibstoff holen. Okay. Also Isaac, soll jetzt wirklich mal was gegen deine Haus tun. Das ist nicht gut. Dass die dich angreifen. Oh, gibt es auch schon Random Encounter? Also seine Hallos tun ihm sogar Schaden machen. Die Schmerzen so frisst ja in Hallos, das wäre es echt. Aber vielleicht können wir trotzdem nicht starten. Natürlich. Hier, es ist nur ein wenig. Oh nein. Oh nein, was? Ah, der Schockantrieb ist defekt. Es hat nur Impulsantrieb. Dann sitzen wir fest. Ah, nein, nur in diesem Sternensystem. Wir kommen bis zur Flottille und müssen uns dort nach was Verwertbarem umgucken. Wir kommen, Han. Keine Sorge. Sorge? Ich weiß nicht mal, ob ich tot oder lebendig bin. Sehen wir mal, was dieses Spiel mit einem macht. Man weiß nicht mehr, ob er tot oder lebendig ist. Ja, ja. Geht zum Shuttle. Also gibt es wirklich ein Achievement. Yep. Ich glaube, die ganzen unbekannten Achievements, die da gewesen sind, sind die DLC-Achievements. Nein. Muss ein bisschen viele sehen. Nein. DLC hat eigene Achievements. Ah ja, stimmt, da war ja was. Los, schnell, hier rein. Die Terra Nova? Warum? Empfange Signale von einem Monitologentransponder. Sie kommen aus dem Cargo. Was ist mit den anderen Schiffen passiert? Schätze, die hat sie im Minenfeld zerlegt. Scannen Sie weiter nach intakten Schiffen. Ich sehe mir das hier mal an. Wow. Sieht ziemlich schrottig aus. Hat es einen Shockpoint-Antrieb? Nein. Es wurde ausgeschlachtet. Ausgeschlachtet? Wozu? Vielleicht brachten sie ihn auf die Terra Nova. Ich gehe mal rein. Ich finde es ja, so cool, gut, dass der Anzug jetzt fliegen kann, ja. Seh mich mal bei den Maschinen um. Ich meine nur Anzug Level 5, der fliegen kann. Man kann Dead Space 2 auch schon fliegen. Weiß nicht, Dead Space 2 ein bisschen anderer Anzug? Als der aus Dead Space 1 Anzug Level 5? Ich meine, das ist der Original Dead Space 1 Anzug Level 5. Nur in besserer Qualität. Genau. Aber ich meinte, in Dead Space 2 haben wir eben einen anderen Anzug gehabt. Oder andere Anzüge. Wenn der Verstand ist, müssen Sie den Plan zu Ende führen. Wir dachten, der Reaktor dieses Schiffes könnte unseren Shockpoint-Antrieb mit Energie versorgen. Aber Sie brachten ihn in den Kommandoturm der Mittelstation und sperrten mich aus. Wenn Sie es auf die Brücke schaffen, müsste es eine Möglichkeit geben, die Abriegelung abzuschalten. Aber Sie müssen... Nein! Es wird Zeit, Mitglied der Church zu werden, Bruder. Nein! Weg von mir! Aufhören! Ah! Ah! Hey. Carver, haben Sie das gehört? Ja, glauben Sie, Sie können die Abriegelung aufheben? Ich werde es gleich rausfinden. Hey, wahrscheinlich darf ich gegen Fanatiker kämpfen, ey. Woohoo! Nein, ihr werdet nicht ewig leben. Vor allem nicht, wenn ihr mir begegnet. Das sorgt normalerweise dafür, dass Leute eben sehr kurz nur leben. Ui.
Alter, was ist mit euch los? Die sind so dezent draufgegangen. Naja, wie die aussahen. Was war das meinst waren, du? Waren keine Necros, aber auch keine Menschen mehr. Menschenmorphs. Ich weiß nicht mehr einfach so. Ah, ja, häckeln. In letzter Zeit haben sie wieder good old fashioned Dead Space 2er hacken. Mhm. Ebene 3 ist nun offen. Yay. Kawa, ich gehe jetzt zur Bahn. Ich sollte den Shockpoint-Antrieb bald haben. Gut, ich bin quasi in der Nähe des Reaktors. Ich sehe mal nach, wie sein Zustand ist. Führe uns, Isaac. Schnauz, ihr Monde. Alles in Ordnung? Stimmen. In meinem Kopf. Sie wollen, dass ich sie anführe. Dann hören Sie nicht auf sie. Wir müssen nach Hause. Und wenn es das ist, was Sie von uns wollen? Isaac, wenn Leute Stimmen hören, dann bedeutet das, dass sie durchdrehen. Sie drehen durch, okay? Und jetzt holen Sie den Shockpoint-Antrieb, verdammt nochmal! Ja, definitiv Fanatiker. Ja. Alter, ey. Überall Kerzen. Natürlich. Ihr werdet nicht ewig leben, aber... Hä? Hallo? Hallo? Ey, cool, ey, guck mal. Der hat so ein Schutzfeld. Ich kann den nicht abschießen. Moment. Die Nitros scheint dich in Ruhe zu lassen. Ja, auf die Tünnissen kann ich auch nicht schießen. Wir wahrscheinlich gleich auf mich losgehen, wenn der Tünnis da macht, was er machen will. Okay. Und das ist alles nur in seinem Kopf. Er hat wirklich eine Menge Fantasie. Isaac, was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ich dachte, Sie wären hier, aber... Okay. Wir müssen hier weg, bevor Sie komplett den Verstand verlieren. Erreichen Sie den Kommandoturm. Ja, ich kann mit der Bahn zur Mittelstation fahren. Ich sollte bald da sein. Ah, Bahn. Was für ein Zufall, dass ausgerechnet gerade die Bahn kommt. Ja, sonst immer Verspätung. Mittelstation. Sie kommen, meine Brüder, und sie sind hungrig. Oh. Ist eure Seele bereit, sie zu nähren? Oder werdet ihr als unwürdig erachtet und ausgemustert? Helft mir, eine neue Kirche zu bauen. Keine aus Stein und Mörtel, sondern aus Fleisch und Blut. Zollen wir Tribut, so glorreich, dass der Himmel ihn bemerken wird. Sie kommen, meine Brüder, und wir werden bereit sein. Ich wäre bereit, an euch aufzuhalten. Nächster. Brüder und Schwestern. Das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Wir sind zu viele geworden auf zu wenig Platz. Die Unternehmen. Also das mit dem Saint stelle ich mal eben so in Frage.
denen wir einst unsere Zukunft anvertrauten. Haben sie sabotiert. Ihretwegen sterben wir. Aber fürchtet euch nicht. Denn es gibt eine Zukunft. Wie vom Propheten Michael Altman versprochen, hat der schwarze Marker einen Plan. Für euch alle. Er wird uns aus unserer erbärmlichen Existenz erlösen und wir werden eins sein. Vereint in Körper und Geist. Ach, halt die Schnauze, als ob jemand darauf reinfällt, was du willst. Erlösung. Ich sehe euch kommen. Keine Angst, alle sind willkommen, Teil unserer Kirche zu werden. Doch welchen Teil werdet ihr geben? Ein Ohr, um die Botschaft zu hören? Eine Zunge, um die Botschaft zu verbreiten? Oder einen Kopf, um ihre göttliche Weisheit zu verstehen? Wie wär's mit einer Waffe, um diesem ganzen Gelaber ein Ende zu bereiten? Bin ich voll dafür. Echt? Cool. Aus dem Schiff gemacht haben. Alter, das ist schon wieder der Tünnis. Ach, das ist ein Olaf. Mhm. Alter! Teleport, Heini! Cassidy! Auferstehung steht bevor. Haltet euch bereit, wie ihr gefunden werden wollt. Okay, der tut uns keinen Schaden. Wir tilgen die Sünden aus unserem Körper und erheben unsere Stimme zu ihnen, auf dass wir gefunden werden. Okay, der Tünnis nimmt keinen Schaden. Was wollt ihr von mir? Hey, hey, Isaac, bleiben Sie locker. Machen wir das richtige, Carver? Hä? Das richtige? Lassen Sie sie nicht in Ihren Kopf! Alfred, ich habe den Reaktor gefunden, er funktioniert. Wir brauchen nur noch den Shockpoint-Antrieb. Können Sie den holen? Ja, kann ich. Dann los. Okay, Isaac klingelt er kurz vorm Zusammenbruch. Ganz ernsthaft. Noch ein bisschen mehr und er verliert den Verstand. Mal wieder. Ja. Ist ja nichts Neues für ihn. Man gewöhnt sich dran. Und der Typ macht mir ein bisschen Angst. Weißt du, an wen ich mich der so ein bisschen erinnert? Kennst du denn? Eigentlich meinte ich jetzt mehr Pyramid Head. Oh, Silent Hill. Ja, den auch. Oh nee. Schon wieder solche Tünnis, ey. Spammt euch woanders hin. Oh. Ist ja doch, der Typ ist wie Pyramid Head. Ich sag's ja.
werde ich dich wahrscheinlich... Ich werde dich finden. Ich werde dich töten. So wie hat deine Nachladen direkt der... Okay, wo muss ich hin? Da lang. Wir sind mal wieder auf der Brücke. Waren wir hier nicht schon mal? Ja, hier waren wir schon mal. Aber hier schauen wir uns genau beim nächsten Mal um. Bis dahin. See ya, Leute. Ciao.